unnötig zu sagen, meine Lieben, dass die höchsten Himmelsebenen die sind der stillen Helden auch, die ich besinge in einem Lied. Stille Helden, die keiner kennt. Ihre Namen sind geschrieben im Buch des Lebens, hoch am Firmament. Dann gebe ich zum Beispiel einen Satz, habe ich drin, da ist eine Schwester oder da ist jemand, der einem Sterbenden die Hände hält. Er ist bei ihm in seinen letzten Stunden auf dieser Welt. Und der da liegt, sagt Danke und sein Licht erlischt. Und der stille Held sich die Tränen aus den Augen wischt. Das sind Menschen dann, die kommen höchste Himmelsebenen. Ja, gibt es eine schöne Geschichte durch Einweihung. Wer kommt in die höchsten Bewusstseinsebenen? Da findet eine Prüfung jährlich statt. Und da kommt der Könige kommen hin und reiche Männer und Philosophen und alles. Und auch so ein armer kleiner Kerl, der in seinem Leben nie Sex hatte, der Glatze hat, der aussieht wie ein Würmchen und der in einer Hütte gelebt hat, von der Hand im Mund, aber immer meditiert hat, der kommt da hin. Die sagen alle, was machst du denn hier? So. Und der, als er seinen Körper dann verliert auf der Astralebene, erstrahlt wie ein Diamant. Und die anderen purzeln alle runter in die astralen Höllen. Und er, mit seiner grenzenlosen Güte und Liebe, die nicht auf persönlicher Ebene stattfindet, befreit diese Menschen alle von unten und holt sie zu sich hoch. Er war der wahre König. Denkt darüber nach. So, wir haben also den sechsten Himmel, zweite Mentalebene. Das sind hochentwickelte Wesenheiten. Und die kommunizieren mit Gedankenkraft, nicht wahr? Manas Rupa, Kriya Shakti. Aber, diese Gedanken sind nicht mehr formmäßig oder Rupa, denn auf dieser Ebene bedeutet Form gar nichts. Alles ist Arupa. Arupa. Formlos. Diese Gedanken sind reine Lichtwellen. Meine Lieben, Glückseligkeit unbeschreiblicher Art fließt von diesen Ebenen nach unten. Weil jede der Ebenen, die ich übrigens jetzt beschrieben habe, hat 7 Subebenen, daher die Zahl 49. Das ist die Ebene der reinen Intuition. Astral, reine Intuition. Aber man kann das schon gar nicht mehr astral nennen. Das ist hochgeistig, immer noch materiell, aber in einer Art und Weise, die man hier gar nicht beschreiben kann. Ja. Das erlebt die Monade, die befreite Monade. Noch ist sie von dieser Ebene und Intuitionskörper umgeben. Und jetzt kommen wir zur ersten mentalen Ebene, meine Lieben. Nicht wahr? Und der widmen wir dann natürlich einen speziellen Vortrag, den wir dann neu beginnen.